Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Metal Gear Solid, Metal Gear Ghost Bubble. Das müsste Folge 16 sein. Ich bin euer Mr. Venom 1974 und das ist Solid Snake und Marinette Oil, der immer noch aussieht, als würde er uns gleich zu irgendeinem Kartenduell herausfordern. Ich versuche jetzt mal einfach, ob das besser ist. Wenn nicht, dann machen wir den Kampf nochmal. Wir brauchen jetzt nicht 17 Mal die Vorgeschichte sehen. So, wir haben den Trick ja begriffen. Wir nehmen das System und holen uns natürlich mal eben. Och, das hört man natürlich auch schön Bums. Ach komm. Ja, genau. Wir wählen eine Waffe, damit wir mit dem Faustkampf antreten. Richtig, Snake. Richtig. So, eine Puppe. Das ist er. Na komm. Greift hier die Marionette. Ah, wir haben ihn noch. Ja, gut. Und nochmal. Komm. EMT. Was hast du denn für Waffen, Snake? Okay, das war ein bisschen Perlen vor die Säue, aber wir haben ihn. Ja, ja. Terrible? Natürlich. Ihr könnt ja mal raten, ob ich jeden Stage mit Terrible abschließe. Ich gehe davon aus, ja. So, das war Stage 6. Es kommt Stage 7. Aber vorher natürlich erstmal wieder ein Todesdialog. Snake, kennst du den Geschmack des Wahnsinns? Achso, vielleicht noch ein bisschen diabolischer. Des Wahnsinns? Du kennst Snakes Familie nicht. Als ich 12 war, wurde Laura ermordet von einem Wahnsinnigen, einem Psychopathen. Und ich habe sie gefunden, verteilt über das gesamte Feld. Lauras weiße Hände, ihre Hüften, dunkle Eingeweide. Willst du noch weiter ins Detail gehen? Dieses Bild hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt. Selbst jetzt im Schlaf, jede Nacht, in diesem Augenblick, ist etwas in mir gerissen. Ich wurde von einem merkwürdigen Zwang erfasst. Und bald war ich auch ein Serienmörder. Ja, meine Damen und Herren, so passiert das. Einmal was Schreckliches gesehen und schon flippt man aus. Natürlich kann das zu Traumata führen, ohne Frage, aber ja, ich glaube, man hat sein Schicksal immer noch selbst in der Hand. Ich liebte diese Frau wirklich. Darum musste ich sie töten. Hä? Es gab nichts anderes, was ich tun musste. Kannst du das verstehen? Nein, keine Chance. Ich liebe Snake. Das dachte ich mir. Aber Viper war anders. Viper nahm mich auf, als mich das FBI gestellt hatte. Er vergab mir meine Sünden. Black Chamber gab mir die Chance, den wahnsinnigen Hunger in meiner Seele zu befriedigen. Ich wurde die perfekte Mordmaschine. Ja, vielleicht hättest du auch mal über einen zweiten Bildungsweg nachdenken sollen. Aber vor 2 Jahren habt ihr Feiglinge uns betrogen und meinen Wahnsinn mit der Lust nach Revanche gereizt. Ja, wahrscheinlich eher Rache. Es wird keine Vergebung für dich geben. Für was? Viper hat in der Hölle damals seinen linken Arm verloren. Nette Anspielung, ne? Da kennen wir ja noch jemanden. Ich glaube, das war auch der linke Arm, ne? Wisst ihr ja bestimmt wieder besser. Aber normalerweise verwendet er seine Prothese nicht. Weißt du, warum nicht? Nein. Weil er sich jedes Mal, wenn er auf seinen Stumpf blickt, an seine verlorenen Kameraden erinnern wird. Und dem Anonymen immer wieder Vergeltung schwören kann. Dem Anonymen.
Dieser Wahnsinn übertrifft selbst meinen eigenen. Darum kann ich es einfach nicht begreifen. Immer hier noch mein Lieblingsgegner liegt im Sterben, aber quatscht erstmal 5,5 Stunden. Mein Blick trübt sich. Keine Träume mehr von dem Feld. Ah, Laura. Hier drüben, hier bin ich. Nein, nein. Bitte, das dürft ihr nicht. Es sieht aus, als ob das Tor zum Himmel für dich geschlossen war. Snake ist einfach cool, ne? Der kennt wirklich keine Gnade, deswegen mag ich ihn. Oh, es darf mal wieder telefoniert werden. Snake, beeil dich. Metal Gear ist in der Abschussphase. Ich habe es mit einem Satelliten geprüft. Metal Gear ist bereits aus dem Bunker heraus. Metal Gear ist im Norden. Geh rasch weiter, nach Norden. Du hast keine Zeit zu verlieren. Geh. Campbell, Norden, ha? Huh? Lass mich raten. Hey, Campbell, Norden, ha? Huh? Lustig. Ja. Achso, die eine Waffe hat keine Munde. Ich weiß auch gar nicht, was ich mit den Granaten machen soll. Ich befürchte, das habt ihr ja schon vermutet, dass das wahrscheinlich doch nicht so unbedingt der schwerste Level ist. Aber ist egal. Zocken. Nicht schon wieder so ein Computerrätsel. Natürlich. Natürlich. So. Na, guck mal. Was wir dann mal wieder machen. Also. Wir kennen das Spiel, da passiert gar nichts. Okay. Das schließt alles. Das kann es also auch nicht sein. Da passiert zu Anfang gar nichts. Also können wir das auch schon wieder ausschließen. Okay. Ist das der Trick? Das war's auch nicht. Nochmal. Okay, der war falsch. Was ist, wenn ich hiermit anfange? Okay, den hatten wir schon. Und dann den da unten. Ist das so ein Random-System? Nee. Okay, wir machen das nochmal. Jetzt machen wir den. Macht doch irgendwie gar nichts, ne? Der ist doch alles so, wie es ist. Macht das Sinn? Okay, wenn der nichts macht, was macht der jetzt? Oh, der macht wieder alles zu, ne? Also den können wir uns vergessen. Also der Rechner 2 ist uninteressant. Und der macht irgendeinen Quatsch, der auch keinen Sinn macht. Öffnet hier alles. Macht der denn jetzt irgendwas anderes, den erschließen, oder? Was ist denn, wenn ich jetzt mal so mache? Pff, okay, gut, der ist uninteressant. Was macht der? Er wechselt nur zwischen denen. So, und der macht einfach nichts anderes, das Durchtauschen, und es ändert sich nichts, ne? Muss ja eigentlich nur... Hä? Da sind aber nur 4 Computer, ne? Ist hier noch irgendein anderer? Nö. Das ist doch mit Sicherheit nicht das schwerste Rätsel. Was war das denn jetzt? Was war das? Da ist ein Wachmann? Okay. Sollte der so kommen? Ah, wahrscheinlich zeigt er uns das Rätsel oder was?
Was macht der denn jetzt da? Ich wollte schon sagen, er macht nicht alles auf. Okay. Hat mir das jetzt in irgendeiner Form geholfen? Ich denke, nein, ne? Okay, machen wir nur noch den. Das nicht oder nicht? Also der passt, da passiert doch gar nichts, ne? Stimmt immer noch zu. So, der macht grundsätzlich alles zu. Also gibt es nur die beiden. Oh, und da gibt es zwei Positionen. So, das sind die beiden. Falsch. Moment, Moment, Moment. Jetzt muss ich doch noch mal kurz für 5 Cent mal überlegen. So, also, wir können das öffnen. Ne, können wir nicht. Also, wir machen das. Wir machen das. So, da kommen wir aber nicht weiter. Könnt ihr mir einen Gefallen tun, erklärt mir das mal in den Kommentaren. Ich habe das Rätsel nicht verstanden. Egal, wir sind da. So, was haben wir denn hier Schönes? Okay. Hier gibt's keine Wache, kann das sein? Da sehe ich nichts im Radar. Ration ist doch schon mal schön. Warum ahne ich es, dass ich ein Minensuchgerät nicht ohne Grund bekomme? Ich aktiviere das mal. Wie funktioniert das denn? Da ist was. Sehe ich den jetzt auch auf der normalen Karte? Kann man die auch wieder einsammeln? Kann man. Okay. Ich mache jetzt einfach mal mit dem großen Einsammler. Ich weiß nicht, ob das irgendwie relevant ist, ob man dann später Minen nochmal braucht, aber ihr wisst ja. Ich bin ja da ein bisschen. Was ist das denn, ne? Das war auch eine Mine. Ah. Ah, da ist noch was. Ja, naja gut, auf jeden Fall, der Level ist jetzt nicht so schwierig, würde ich mal sagen. Wobei, ihr könnt mir immer den Gag noch mit den Türen erklären, ich habe das immer noch nicht verstanden. Aber gut. Ach, ich habe alles. Ich kann da also wahrscheinlich hier hin. Mehr ist da ja nicht, ne? Das ist alles Minen. Ah, Cutscene. Hier wird scharf geschossen. Okay, da würde ich sagen, unterbreche ich hier die Folge. Das war Folge 16 von Metal Gear Solid, Metal Gear Ghost Babel. Ich bin euer Mr. Venom 1974. Wenn ihr ein bisschen Spaß hattet, abonnieren, kommentieren, bewerten. Und in der nächsten Folge gucke ich mal, wer hier mit so einer dicken Wumme auf uns schießt. Ich bin gespannt. Wir sehen uns. Tschüss.